Hallo, mein Name ist Mona Helene und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute wird es um das Kofferpacken gehen. Die meisten, die hier auf meinem Kanal sind, wissen es ja. Ich bin Austauschschülerin momentan in den USA, schon seit einem halben Jahr und ich bin noch 4,5 Monate hier. Und dadurch, dass ich eben weniger Zeit noch hier habe, als ich schon hier war, denkt man eben ab und zu schon so über das Kofferpacken nach. Also ich denke dann so nach, wenn ich irgendwie noch Klamotten von der Schule bekomme, so kann ich das mit zurücknehmen, wie packe ich am besten, was für Klamotten aus Deutschland muss ich noch hier lassen und so weiter. Und dadurch, dass ich eben jetzt über die Sachen nachdenke, wie ich sie mit zurücknehme, kam mir dann eben auch so der Gedanke, war es eigentlich gut, wie ich gepackt habe? Hätte ich wirklich so packen sollen am Anfang vom Jahr? Und daher kam dann eben diese Videoidee. Weil meine Antwort ist ganz klar, ich habe einige Fehler gemacht beim Packen und ich würde, wenn ich jetzt nochmal für ein Auslandsjahr irgendwo hingehen würde, nicht nochmal so packen, weil ich einfach einiges dazugelernt habe. Und klar, ich hatte am Anfang Tipps, bevor ich gepackt habe, von meiner Organisation, von anderen Austauschschülern im Internet und so weiter. Aber ich dachte mir so, ja, bei mir ist das eh anders, ich mache das ein bisschen anders und dann passt das schon und bla bla bla. Es ist nicht so. Und klar, ich kann euch nur meine Tipps geben, ich kann euch nur sagen, was ich falsch gemacht habe, meiner Meinung nach. Wie ihr packt, ist natürlich am Ende immer eure Entscheidung. Aber ich werde euch jetzt einfach mal ganz klar berichten, wie das bei mir so war und euch meine Tipps geben, die eben mir geholfen hätten. Und zwar mein erster Punkt, ich meine, ihr könnt gerne mal bei meinem Kofferpack-Video vorbeischauen, das ist auf jeden Fall noch online, das kann ich euch mal hier oben verlinken. Ich glaube, es ist auf der Seite. Und dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Aber nachdem ich dieses Video gedreht habe, also das Video, so wie der Koffer gepackt war, nach diesem Video war es in Ordnung. Er war nur ein bisschen zu schwer. Und danach habe ich eben noch mit meinen Gasteltern geredet und sie gefragt, ob ich noch irgendwie Wanderschuhe oder sonst was brauche. Und dann habe ich eben noch einen zweiten Koffer angebaut, weil ich dann eben Wanderschuhe mitnehmen sollte. Und ich wollte dann halt auch alle meine Gastgeschenke mitnehmen, weil in dem Koffer, den ich zuerst gepackt hatte, haben die nicht alle reingepasst wegen dem Gewicht. Also habe ich noch einen zweiten Koffer mitgenommen, Winterjacke noch reingepackt, dann noch meine Wanderschuhe und noch so ein paar andere Klamotten, die ich eigentlich schon raussortiert hatte. So, ich bin dann hierher gekommen mit einem vollen Koffer und einem Koffer von 14 Kilo, das heißt noch 10 Kilo frei da drin. Genau. Und ich würde sagen, das war ein Fehler. Ich würde euch nicht empfehlen, zwei Koffer mitzunehmen. Ich meine, klar, ihr könnt das machen, aber meiner Meinung nach, ein Koffer hätte gereicht. Ich hätte diese Klamotten, die ich im Nachhinein noch reingepackt habe, einfach in Deutschland lassen können. Weil Wanderschuhe, die habe ich bisher hier kein einziges Mal angehabt. Die stehen noch genauso in meinem Schrank, wie ich sie eben hierher gebracht habe. Das ist jetzt aber auch kein Problem. Also ich reg mich jetzt nicht über die Wanderschuhe auf. Das ist jetzt, klar, ein bisschen schwer, aber ist jetzt halt, ja, das ist jetzt eigentlich egal. Mir geht es mehr um diese Klamotten, die ich noch in diesen anderen Koffer reingepackt habe. Weil ich habe jetzt einfach, ich habe glaube ich zwei Hosen mehr mitgenommen. Ich habe eine Winterjacke mehr mitgenommen. Ich habe ein paar Pullis mehr mitgenommen und ich habe irgendwie, keine Ahnung, noch eine Jacke oder so mitgenommen. Und das war halt einfach, also ich habe im Prinzip 10 Kilo Klamotten mehr mitgenommen als geplant. 14. Und das muss ich sagen, es war ein so großer Fehler und ich werde euch jetzt erklären, warum. Okay, und zwar überlegt euch jetzt als allererstes mal, wie oft ihr, wenn ihr in Deutschland seid, Kleidung kaufen geht. Wie oft ihr Kleidung kaufen müsst, weil ihr aus irgendwas rauswachst oder, keine Ahnung, ihr geht im Frühling neue T-Shirts holen, im Sommer neue Shorts, im Herbst irgendwie einen neuen Pulli und im Winter nochmal einen Pulli oder sonst irgendwas. Aber ich meine, ihr wisst ja, wie oft ihr ungefähr in Deutschland einkaufen geht für Klamotten und wie viele Klamotten ihr euch ungefähr kauft. Und ich kann euch sagen, es wird sich im Auslandsjahr nicht unbedingt verändern. Ich habe mir hier weniger Klamotten gekauft als normalerweise in Deutschland, aber ich habe mir trotzdem Klamotten gekauft. Und das ist halt einfach, keine Ahnung, das wird sich, euer Kaufverhalten wird sich jetzt nicht so großartig verändern. Und zwar, ich habe versucht zu sparen und nicht so viel Geld auszugeben. Aber manche Sachen muss man sich zum Beispiel holen, wie Stuhl-T-Shirts und sowas. Das will man ja auch haben. Also solche Klamotten von der Schule, wo eben noch das Schullogo drauf ist und vielleicht noch der Name oder so. Solche Sachen sind einfach eine super schöne Erinnerung und sowas. Auf sowas sollte man dann auch nicht unbedingt verzichten, wenn man sowas haben möchte. Und zum Beispiel dieses T-Shirt, was ich jetzt gerade anhabe, steht ja hier Atlanta drauf. Das ist die Stadt, in der ich lebe. Und natürlich möchte ich irgendwie von der Stadt auch noch ein Andenken haben. Das würde ich auch machen, wenn ich hierher für Urlaub kommen würde. Von daher, solche Sachen kommen auf jeden Fall dazu. Und dann eben ein anderer Punkt ist noch einfach, Sachen, ihr, also, okay. Wenn ihr in ein Auslandsjahr geht, seid ihr im Normalfall zwischen 15 und 18 Jahren alt.
In dem Alter seid ihr im Normalfall noch irgendwo in der Pubertät und ihr werdet euch noch verändern. Euer Körper wächst noch in verschiedene Richtungen und euer Körper verändert sich halt einfach noch. Ist auch egal, ob ihr ein Junge oder ein Mädchen seid, es ist halt einfach so. Und mein Körper hat sich jetzt eigentlich, seit ich so 15 war, echt nicht mehr wirklich verändert. Ich hatte eigentlich immer dieselbe Hosengröße, also bei mir hat sich echt nicht mehr viel verändert. Ich war eigentlich so gut wie fertig. Aber das Ding ist halt, ich bin dann hierher gekommen und man muss sagen, die Ernährung ist hier anders. Und darüber kann ich auch nochmal ein Video machen. Und auch wenn eure Gastfamilie sich sehr, sehr gesund ernährt, die Ernährung ist anders als in Deutschland. Und ihr werdet wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich zunehmen. Und es ist jetzt auch gar nichts Schlimmes. Also seid jetzt nicht so, oh, ich will jetzt doch kein Auslandsjahr machen, weil ich vielleicht 5 Kilo zunehme. Mehr ist es bei mir eigentlich auch echt nicht. Es ist echt nicht viel und man sieht den Unterschied jetzt bei mir auch nicht krass. Klar, bei manchen ist das krasser, aber ich meine, ihr könnt auch im Auslandsjahr ein bisschen darauf achten oder sonst was. Aber im Normalfall nehmt ihr einfach zu. Das könnt ihr hinterher auch wirklich abnehmen. Das ist echt gar kein Problem. Also macht euch darüber absolut keine Gedanken. Ich weiß, dass sich da viele Mädchen vielleicht so Gedanken drüber machen. So, oh nein, ich will nicht zunehmen und bla bla bla. Macht euch darüber einfach keine Gedanken. Das ist eigentlich egal. So eine Erfahrung wie ein Auslandsjahr ist mega geil. Da sollte man sich jetzt nicht über 5 Kilo mehr oder weniger Gedanken machen. Auf jeden Fall werdet ihr aus Hosen rauswachsen. Ich muss einfach sagen, manche Hosen, die ich aus Deutschland mitgebracht habe, ich habe 4 Hosen mitgebracht, 4 Jeanshosen, die passen mir halt einfach nicht mehr. Und dadurch muss man sich halt auch Klamotten hier dann kaufen. Manche T-Shirts, also ich meine, die gehen hier halt auch ein im Trockner. Manche Sachen sehen einfach verwaschen aus. Dadurch, dass man eben nicht seinen ganzen Kleiderschrank aus Deutschland mitbringt, endet das darin, dass man halt immer wieder dieselben Sachen aus Deutschland anzieht, wenn man eben nur die Sachen aus Deutschland anzieht. Und dann werden die natürlich auch verwaschen. Und keine Ahnung, das ist dann halt natürlich, konzentriert euch halt nicht so darauf, beim Kofferpacken für jede Saison 1000 Sachen mitzunehmen. Nehmt euch vielleicht irgendwie 2 Jeanshosen mit, ein paar kurze Hosen, die könnt ihr eh nicht in die Schule anziehen. Dann ein paar Kurzarm-T-Shirts, keine Spaghetti-Tops, die könnt ihr eh nicht in die Schule anziehen. 1-2 Langarm-T-Shirts, vielleicht ein Pulli, Unterwäsche, Socken, keine Ahnung. Nehmt euch einfach Sachen mit, die ihr hier tragen könnt, aber eben nicht zu viel. Ihr werdet hier einkaufen gehen. Ich meine, das ist halt einfach so. Man wird sich nicht so viel verändern. Und ich meine, klar, man möchte sich hier natürlich auch Sachen kaufen. Von daher, überdenkt euch das nicht und nehmt einfach nicht zu viele Klamotten aus Deutschland mit, weil ich habe hier echt zu viele Sachen mitgenommen. Ich werde hier auch Sachen lassen aus Deutschland und keine Ahnung, man braucht halt einfach nach einer Weile hier auch so oder so neue Klamotten. Ihr werdet euch nicht selbst 10 Monate lang nur die Sachen aus Deutschland anzuziehen, weil selbst wenn ihr 2 Koffer mitnehmt, ist das nicht so viel, dass man eben, keine Ahnung, immer was anderes anhat und dann, man will ja auch nicht jeden Tag das Gleiche anziehen, von daher. Und mein nächster Punkt ist der Kulturbeutel. Und zwar, wenn ihr direkt zu eurer Gastfamilie geht, was ja einige Schüler machen, die gehen dann eben direkt aus Deutschland, fliegen sie zur Gastfamilie, nehmt einfach keinen Kulturbeutel mit, weil den braucht ihr nicht. Ihr werdet euch hier so oder so Shampoo, Duschgel, Deo, alles mögliche werdet ihr euch sowieso hier kaufen. Von daher braucht ihr jetzt nicht ein kleines aus Deutschland mitzunehmen. Das nimmt euch einfach nur unnötiges Gewicht mit. Ich habe zum Beispiel von allem was Kleines mitgenommen, weil ich eben noch 2 Tage in Washington D.C. war. Und ich weiß, einige gehen irgendwie nach New York am Anfang für so Orientation Days und sowas. Klar, dann nehmt ihr euch natürlich ein kleines von allem mit. Aber versucht euch jetzt nicht irgendwie ein großes Shampoo mitzunehmen und eine große Creme, weil ihr genau die das ganze Jahr lang benutzen wollt. Das ist unnötig, das nimmt euch Gewicht weg. Nehmt dann lieber irgendwie eure Lieblingsklamotten mit und seid glücklich. Also Duschutensilien und sowas müsst ihr euch hier so oder so früher oder später kaufen. Macht einfach, was ihr wollt im Prinzip. Überdenkt das Ganze nicht und habt Spaß bei eurem Auslandsjahr. Von daher sehen wir uns dann bei meinem nächsten Video.